Versorgerrollen gibt es nämlich genauso wenig, wie es Geschlechterrollen gibt. Was es gibt, sind naturgegebene Aufgaben. Und Frauen, die lieben nach wie vor Versorgermänner. Und daran wird sich auch nichts ändern. Mit Versorger ist hier freilich nicht der Typ gemeint, der sie in die Küche platziert und ihr so und so viel Taschengeld am Tag gibt. Auch wenn das nicht mal die schlimmste Strafe für eine Frau wäre. Versorger meint eher ihren Lieferanten. Den Lieferanten von Bequemlichkeit, Sicherheit und Unterhaltung. Frag dich einfach mal, lieferst du ein gut geordnetes Leben? Einigermaßen gute wirtschaftliche Verhältnisse, Ambitionen für deine Zukunft, Einfluss in deinem sozialen Umfeld, körperliche Gesundheit und Fitness, all das eben. All das bekommst du nicht geschenkt, sondern du musst es dir erarbeiten und erstreiten. Und genau deshalb lieben Frauen auch Machtmänner, streitbare Männer halt und maximal selbstbestimmte Männer. Und warum ist das so? Hypergamie. Frauen müssen hypergam sein. Wären sie es nicht, wäre keiner von uns hier. Sie müssen sich das Beste für den gesicherten Fortbestand raussuchen. Guck mal, Macht, Einfluss, Dominanz und Eroberung, all das sind und bleiben typisch männliche Attribute. Ein moderner Mann, der sich vielleicht hinstellt und sagt, ja, ich stehe voll auf schlaue und erfolgreiche Karrierefrauen, naja, der ist entweder korrumpiert oder eben unehrlich. Du kannst dir Statistiken ansehen, so viele du willst. Warum glaubst du, hat genau diese Art von Frauen am meisten Schwierigkeiten, einen Partner zu finden? Warum wohl? Denk mal drüber nach, Partner.